Update 7.3 ist da. Mit einem neuen Sprengstoff, Update zur Fahrzeugbalance, Quality-of-Life-Änderungen für Teamlandung und einem neuen E-Sports-Menü. Los geht's! Das erste neue Feature ist C4. Ein starker Sprengstoff, der auf vielen Oberflächen haftet. Nach Ende des Timers sprengt das C4 sowohl horizontal als auch vertikal alles in einem 25 Meter Radius. C4 ist nicht als Wurfgegenstand gedacht, sondern zum, nennen wir es, taktischen Notevakuieren von verschanzten Gegnern. Scharfes C4 piept hörbar. Je schneller das Piepen, desto näher ist die Explosion. Die ist aus sicherer Entfernung am schönsten mit anzusehen. C4 spawnt zufällig in Erangel, Miramar, Vikendi und Sunhawk und taucht dort auch in Versorgungspaketen auf. Fahrzeuge nehmen nun anders Schaden. Durch neue Schadensbereiche ändert sich, wie man sie zerstört. Ab 7.3 nimmt der Motor eines Fahrzeugs noch 100% Schaden, aber der Schaden an Seiten und am Dach wird verringert. Fahrzeuge explodieren nicht mehr sofort, wenn sie kaputt sind. Stattdessen wirkt der Motor erstmal ab und fängt Feuer. Dann habt ihr 5 Sekunden zum Weglaufen, bevor euer Gefährt explodiert. Die neuen Schadensbereiche gibt es an Vierradfahrzeugen wie UAZ und Mirado. Weitere Änderungen sind stärkere Bootspanzerungen, kein erhöhter Kollisionsschaden bei rollenden Fahrzeugen mehr und 50% längere Stachelfallen. In den Patchnotes findet ihr mehr hierzu. Ach ja! Es gibt eine neue Zugroute in Vikendi, die vertikal über die Map geht. Das bietet euch neue Spielzüge. Manche Züge legen jetzt einen kurzen Halt ein, bevor sie die Richtung wechseln. Und es gibt neue Anzeigen für ihre Ein- und Abfahrt. Teamspieler können beim Absprung wieder einem anderen Fallschirm folgen. Dies war aufgrund laufender Überarbeitung deaktiviert. So bleibt ihr als Gruppe nah beieinander, ohne individuell zu steuern. Zwischen Countdown vor dem Match und dem Drop könnt ihr ein Teammitglied wählen, dem ihr folgen wollt. Ihr könnt den Vorgang auch abbrechen. Haltet F im Flugzeug oder beim Fallschirmsprung gedrückt, um dem Spieler nicht mehr zu folgen. Für die PUBG Continental Series gibt es jetzt ein E-Sports-Menü. Hier findet ihr alle Infos zu Spielplänen und Teams und die interaktive Pick'em-Challenge, bei der ihr für euer Lieblingsteam abstimmen könnt. In Kürze erfahrt ihr hierzu mehr. Update 7.3 ist jetzt auf den PC-Testservern und ab dem 17.06. live verfügbar. Denkt daran, uns für aktuelle News auf Facebook und Twitter zu folgen und abonniert unseren YouTube-Kanal. Viel Spaß mit dem Patch!